Hallo und ich melde mich schon wieder und sage herzlich willkommen zurück zu Factorio Multiplayer. Und zwar mit der Totti da oben. Da rennt sie rum. Ich verfolge sie jetzt. Oh nein, oh nein, oh nein. Hallo, ihr Lieben. Warte. Ey! Jetzt hat meine Rüstung gelitten. Das finde ich nicht gut. Die hat jetzt nur 998 Haltbarkeit. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt auf die schießen kann. Das war eigentlich nur das Jux und Dollerei. Es geht schon, wie sie ist. Wir machen mal Zugsignale, hm? Ja, Zugsignale brauchen wir. Ich war ja gerade dabei, hier den Stein runterzuholen. Und hatte keine Fließbänder mehr, glaube ich. Was? Runterholen? Was? Ja, den Stein. Ach so, ja, ich verstehe. Ich verstehe schon. Was du schon wieder denkst? Gar nichts. Ich denke mir nur gerade, ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt. Oh, es kommt relativ wenig Kohle rein, sehe ich gerade. Wie wir das eigentlich mit den Zügen machen. Also ich baue persönlich immer zwei Gleise parallel und Züge, die nur in eine Richtung fahren können. Das ist so Standard bei mir. Ja, das mache ich aber auch so. Ich finde, das ist am einfachsten. Baust du denn diese Loops, also so Kreisel am Ende? Ja, meistens. Bei mir sieht das meistens aus wie so ein generell solche Kreise. Ich mache auch solche Kreise als Wendeverkehre, aber ich glaube, das ist gar nicht so clever. Also ich hab mir nämlich genau das abgewöhnt. Ich habe das am Anfang auch mal gemacht, aber dann habe ich irgendwann gesagt, ne. Entweder ganz oder gar nicht. Und da kommt dann halt meine OpenTTD-Manier durch. Ja. Was hältst du denn davon, dass, das hat ja unser geschätzter Kollege Arumba mal gesagt, dass Factorio dazu ausgelegt ist, Linksverkehr zu haben? Ist es? Ja. Von mir aus gerne. Ich bin Linkshänder, ich kann das. Da kommt man zwar manchmal ein bisschen durcheinander, so, was? Ach so, ja. Und dann funktioniert das aber schon. Also ich kann das gerne machen. Sowas. Also weil ich weiß auch nicht, ob das so stimmt, aber. Oh, das ist alles machbar. Aber das sieht bei ihm jetzt in der jetzigen Kampagne irgendwie mit den Zügen alles sehr geordnet aus, dadurch, dass er die andersrum fahren lässt. Ich weiß nicht warum. Also unabhängig davon, dass sie einfach auf der falschen Seite fahren. Aber. Naja, gut, das ist jetzt Auslegungssache, aber ich denke mir dann immer, warum nicht? Wir mal probieren Sachen mal aus, dann probieren wir halt mal den Linksverkehr aus. So, okay. Ansonsten lasse ich mich da wirklich gerne beraten, auch was so Zugsignale an sich habe ich schon verstanden, aber was so diese Chain Signals. Ja, genau. Es gibt ja diese, genau, die Chain Signals. 1, 2, 3. Und wie du denn so Kreuzungen baust, weil ich bin da tatsächlich immer noch so, habe ich noch nicht so wirklich meinen Weg gefunden, sage ich also, vielleicht einfach mal so. Also ich habe am Anfang sehr viel überlegt, wie ich Kreuze am besten baue. Ich habe mir das wirklich auf Papier auch aufgemalt und so, dass man, wie das dann am besten rübergeht und solche Sachen. Und bin zu einem ganz guten Kreuz jetzt gekommen. Also was man vermeiden sollte, ist tatsächlich wirkliche Kreuzungen zu bauen, sondern nur T-Kreuzungen sollte man bauen. Ja. Weil die großen Kreuzungen, die haben halt das Problem, dass du so einen Kreuzungssignalblock zu groß hast. Aber da können wir dann nochmal drüber quatschen, wenn wir soweit sind. Wenn wir soweit sind, ne? Mhm. Weil das ist wirklich schwierig. Also da kann man sich auch stundenlang drüber unterhalten, weil das einfach viel Möglichkeiten da gibt. Ah ja, okay. Also ich lasse mich da gerne, ne, du mit deiner Zugerfahrung. Ja, ich bin ja auch sehr viele Jahre zur Arbeit Zug gefahren, jeden Tag. Deswegen, und ich rege mich dann immer wieder aufs Neue darüber auf, was die Deutsche Bahn für komische Konstrukte baut. Und dann auf den zweiten Blick merkst du dann, eigentlich ist das gar nicht so dumm, was sie gebaut haben. Ne? Okay. Deswegen, ich gucke mir da halt gerne auch so Sachen an. Ich weiß nicht, ich gehöre auch zu den Leuten, die schon mal, wenn nichts Besseres im Fernsehen läuft, die Eisenbahnromantik anmachen. Okay. Das ist echt schlimm. Ich gucke das manchmal wirklich und dann denke ich so, eigentlich hättest du jetzt deine Zeit besser verbrauchen können, aber du hast jetzt mal ein bisschen Züge gesehen. Und dann läuft wenigstens irgendwas im Hintergrund. Hier mache ich jetzt einfach keinen Balancer hin. Fertig, aus. Jetzt Latte. Lass mal es einfach. Bringen wir den mal hier ran. Und so, dann. Zack. Und
Moment. So. Badabum. So. Und jetzt fehlen nur noch zwei Tunnels und dann haben wir's. Dann ist die nächste komplette Eisenfurnace-Linie ist angeschlossen. Das heißt, wir produzieren jetzt mal eben wieder 50% mehr Eisen. Juhu. Wenn das so komplett durchläuft. Also ich weiß ja nicht, ich glaube, wir haben nicht genug Durchfluss im Moment an Eisen, was von unten kommt. Weil wir da halt nur eine Leitung hochschieben. Aber ich bringe jetzt mal die zweite direkt mit. Wenn ich genug Fließband hätte. So, immer wieder dasselbe hier, ey. So, wie habe ich das denn sonst gebaut? So habe ich das gebaut. Das heißt, ich brauche hier Eisen? Zugsignale ist beendet. Machen wir jetzt einfach mal, sollen wir mal Rohölaufbereitung machen? Wir fangen ja, jetzt wir müssen Öl ja an. Irgendwann mal. Ja, ich fange da jetzt gleich. Also der Grundstein wird gerade gelegt, ne? Oh Gott, ich krieg Angst. Wieso? Na, Rohöl. Ja. Genau, oh Gott, es wird Öl. Nein, ich will nicht mehr, ich will nach Hause. So in etwa. Ja, das ist aber echt so. Wie ich mir das hier vorstelle. Ich finde das auch ganz schlimm, also mit dem Öl. Man muss sich einmal dazu durchringen, aber ich glaube, dass diese Kampagne wird einfach nur wesentlich schöner, weil wir den Railtanker haben. Ja, den habe ich selber so noch nicht benutzt. Der macht echt einiges einfacher. Das macht es, glaube ich, einfach nur besser. So. Ups. Jetzt kommen zwei Leitungen Eisen nach oben. Jawohl. Und zwar auch mit einer ganz annehmbaren Geschwindigkeit. Also sie sind, glaube ich, beide sogar... Also, ja, ich kriege die beide komplett voll. Nice. Das gefällt mir. Schon. Ja, das finde ich richtig gut. Da kommen jetzt zwei volle Eisenleitungen nach oben. Mit Erz. Und dann haben wir... Die ist fertig. Soweit. Wo werden wir angegriffen? Unten, im Süden. Mine, genau. Ich sehe es gerade. Gehst Ja, ich bin du? Schon unterwegs. Oh, entschuldigt, Leute. Passiert. Muss raus. Alles raus, was keine Miete zahlt. Puh. So. Weil hier wäre Stunden nur, um ein paar Dinger hier zu bauen. So. Eisen. Eisen. Eisenstangen. Dann bringen wir hier das jetzt auch mal schneller rein. So, das sieht gut aus. Ich brauche jetzt noch das Stein für den Üben. Was? Ich will nichts sagen, aber wir kriegen ein Kohleproblem. Echt? Ja. Ich hätte vielleicht noch mal ein paar Miner mit hochnehmen sollen, aber... Jetzt habe ich hier auch so ganz viel Fließband, was einzeln ist, weil das beschädigt ist. Ja, ich hätte doch einfach ein paar Miner mal mit hochnehmen sollen. Ich gehe dann oben Kohle nochmal angucken. Hm, alles klar. Also ich meine, du kannst das ja auch komplett vollsetzen, das Feld. Ich meine, wir haben da, glaube ich, auch noch die befeuerten Miner stehen, die brauchen wir ja nicht. Die habe ich schon abgerissen. Alles klar. Wollen wir mich gerade sagen, weil die brauchen wir nämlich auch überhaupt nicht. Die sind schon weg. So, wie kriegen wir denn jetzt hier noch mehr Durchfluss hin? Also ich könnte das hier jetzt komplett mit Red Belt bauen. Das wäre möglich. Ja, wie Loriot schon sagte, ein Leben ohne Eisen ist möglich, aber sinnlos. ein Leben ohne Öl wäre auch, ich mach mal... ein Leben ohne Öl wäre toll, ne? Flüssigkeitsbehandlung. Das ist schon ganz gut. So... Ich denke, dann machen wir hier einfach das Ding auch mal schneller. Schon mal. Ich denke, das sieht schon echt gut aus. Also wir kriegen jetzt hier wirklich vier Lines richtig volle Möhre rein, dass das hier auch schnell dann reinläuft.
Also wir kriegen jetzt eine ziemlich große Menge Eisen. Das ist immer sehr, sehr gut. Also zumindest vom Roheisen her ist auf jeden Fall jetzt schon mal viel da. Ich nehme mir jetzt mal noch ein bisschen Red Belt mit. Generell mal ein bisschen was mit wieder. Weil dann mache ich nämlich die Zubringer jetzt auch alle auf Red Belt. Also die zum Bus das Eisen, die Eisenplatten bringen. So, Strom. Dann bauen wir das hier jetzt nämlich mal noch ein bisschen um. Strom. Ich baue den Balancer jetzt mal ab. Und Kohle. Und ich glaube, Kohle muss ich ein bisschen... Ich setze da noch was hin. So. Ich glaube... Zack. Und den und den auch noch. So, der erste ist jetzt schön mit Red versorgt. Da ist ein Baum im Weg. Immer diese blöden Bäume, ne? Stehen die einfach so rum, ey. Ganz ehrlich, das geht ja gar nicht. Okay. So, einen Splitter. Doch, da habe ich noch einen normalen. Und dann Stromgo. Aber auch nicht. So, das muss jetzt aber eigentlich reichen. Das sind so viele Kohle-Miner. So. Das auch hier. Und dann bringen wir hier das auch schon mal darüber. Und das hier auch. Dun, dun, dun. Wunderbar, Flüssigkeitsbehandlung ist durch. Was machen wir denn als nächstes? Den Railtanker. Machen wir den? Naja. Ja, eigentlich brauchen wir den noch nicht, ne? Eigentlich brauchen wir den noch nicht, ne. Dann lass doch mal Autos machen, so. Wir machen jetzt Autos. Autos. Ja, da kann man viel durch die Gegend fahren, das finde ich gut. Ja, ja, das braucht man echt. Wenn man die RSO-Mod nutzt, dann braucht man das auch echt. Ja. Jetzt ist man Tage und Nächte. Ich bin auch schon am Überlegen, ob wir uns ein privates Beförderungssystem an die Zugnetze dran bauen. Dass man, wenn man dann wirklich so weitere Strecken hat, die man dann wirklich einfach mit dem Zug dann fahren kann, dann setzt du dich einfach nur in den Zug, der dann irgendwo steht. Und schickst den los zu der Station, wo du hin willst. Ja, wir müssen auf jeden Fall eine Fahrbeladungsstation bauen. Mit Beton, mit Signalen, mit Gleisen. Ja, richtig, für den Pfahl. Pfahl. Genau, für Pfahl. So. Was war denn hier noch? Wunderbar, wunderbar. Bringen wir die Fornazer-Linie jetzt auch mal mit Red Belt ans Netz. So, also Schienen kommen. Ja, Schienen. Das wäre ja dann geht immer so schnell, sind schon 30. Ich habe es gerade angemacht. Das geht echt so fix. Ja, Schienenproduktion, also du machst jetzt erstmal nur gerade, ne? Nee, gerade und links. Ach so, ja, wunderbar, direkt beides. Ja, aber was wollen wir auch von einem Profi anderes erwarten, ne? Ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht, genau. Da fällt mir ein, aber Profi, ich weiß, was ich noch bauen wollte. Ich habe keine Untergrundbänder mehr. Ich bringe jetzt gerade utopische Mengen an Eisen durch. Das ist echt schlimm. Die Bells werden jetzt überhaupt nicht mehr voll, aber das ist auch nicht so tragisch, weil wir haben lieber zu viel Eisen dann hier und das Ganze schon vorbereitet, statt dass wir nachher ein Problem haben mit, nee, da kommt nicht genug rein. Ne? Ja, ja. Wieso kommt denn hier nicht genug rein? Wird hier so viel verbraucht? Na gut, für die Forschung wird natürlich ein bisschen was gebraucht. Denn... Und Automobilität ist fertig. Schön, ne, wie dieses Ding heißt, Automobilität. Klingt super, ne?
Also die Übersetzer haben sich schon echt coole Sachen ausgedacht. Hätte man nicht einfach Autos schreiben können? Ja, das erinnert mich daran, dass ich mal für Bob's Mods habe ich eine Localization geschrieben. Ich habe da mit übersetzt, weil manche Sachen nur mal einfach echt schäbig waren. Und dann habe ich gedacht, nee, das muss ich jetzt mal richtig machen. Und dann habe ich ein paar Sachen selber übersetzt und das ist eine Submod geworden. Die der auch selber, der Entwickler auch selber gesagt hat, ja gut, die nehmen wir dann, die steht mit in der Liste, ist doch super. Okay, cool. Finde ich echt cool, dass der das so gemacht hat und direkt so übernommen hat. So, jetzt kommt von überall Eisen auf Red Belt an. Das finde ich super. So macht das doch Laune. Es kommt nur gerade nicht genügend Stahl an. Ich würde, glaube ich, mal die Stahlproduktion dann mal ein bisschen aufrüsten, weil genug Eisenerz haben wir aktuell. Ja, Stahl staut sich aber auch zumindest auf einer Seite. Ja, aber wir rüsten jetzt einfach mal auf. Ich rüste einfach mal auf. Einfach mal nachrüsten. Ja, aus Munition haben wir übrigens auch da. Und Geschütztürme. Das ist natürlich echt super, dass wir das alles schon da haben. Klaue ich mir hier mal einen Haufen Stahl. Wie viel haben wir denn da eigentlich? Da stehen im Moment 10. Können wir ja... ich habe jetzt gerade mal 10 gebaut. Dann bauen wir uns mal 12, würde ich sagen. Ja, dafür brauche ich jetzt Ziegelsteine. Sagenhaft. Ich weiß, wieso Stahl gerade wenig wird. Weil, wegen Schienen, ne? Wegen den Schienen, ja. Gut. Ich würde ja fast sagen, da wir ja hier so ein bisschen Platz haben. Was brauchst du da hin? Da sollte doch Öl hin, oder? Achso, da wollte. Achso. Oder, ich meine, wir können das auch noch woanders hinsetzen. Ist mir auch Latte, aber. Ich meine, das muss ja auch nicht riesig werden. Und wenn, dann bauen wir halt noch eine irgendwo hin. Aber Öl ist hier doch gar nicht. Nee, stimmt. Nur wenn wir das unglaublich weit wegbauen, ist auch blöd. Puh. Wir haben schon wieder bei lauter Arbeiterbasen. Die scheinen uns sehr zu mögen, ne? Da willst du, ja, aber wir haben die einzigen ersten zwei Öldinger, die haben wir oben im Norden. Ja, und da im Norden sind halt auch noch mehr, ne? Also wenn, könnte man das vielleicht eher in den nördlichen Teil über der Gierproduktion hinbauen. So, da hast du ja jetzt sowieso schon Platz gemacht an der einen Stelle da. Die wir jetzt gar nicht, auch direkt erstmal ja noch gar nicht so brauchten. Aber der ist jetzt halt da, den kann man ja dafür verwenden. Ja. Wahrscheinlich irgendwo. Irgendwo da wahrscheinlich so hin. Ich meine, wir können ja die eine Pfütze hier können wir noch wegmachen. Eben. Kann ich das vielleicht zufällig sogar? Kann ich sogar schon, ist weg. Den kann ich nicht. Ah gut, der kann es da erstmal bleiben. So, dann haben wir hier oben so ein Fleckchen, das vielleicht ein bisschen knapp bemessen für Öl ist, aber. Irgendwas hat da keinen um. Strom mehr. Warst ja, du das? Ja, ich bin da gerade dran. Ich rüste da gerade ein bisschen um. Ich rüste das gerade auf die neueren, die größeren Powerpoles um. Weil die Steelline kriege ich jetzt auch die größeren Powerpoles, dann geht das besser. Und dann kann ich mich, dann ist die nämlich jetzt mal eben von 10 auf 16 Furnaces. Angewachsen, ja. Oh. Schön, ne? So, da und da. Ich habe nämlich, also es bescheuerte sich, ich habe für dieses Layout voll den krassen Plan mir damals mal überlegt. Das sieht dann, das ist wirklich genauestens, wie das dann auch aufeinander passt. Auch mit Lampen, dass man die nachher nicht mehr abreißen muss und so. Ah, okay. Also, dass alles quasi schon vorgeplant ist.
Jetzt habe ich tatsächlich keine von den Powerballs mehr. Da brauche ich jetzt einfach noch welche. Aber die stellen wir ja schon her. Die sollten auch relativ gut 200 Stück sind da. Nehme ich mir jetzt mal die Hälfte von. So. Dann muss jetzt noch da hin. Da und da und da. So. Okay, dann machen wir mal Schwefel. Schwefel, Schwefel. So, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, könnte man schon fast wieder sagen, es wäre soweit. Ein kleiner Moment. Der macht hier gerade noch 2 Forschungslabore in meiner Tasche und die würde ich gerne noch aufstellen. Ich rüste hier jetzt, glaube ich, einfach mal alles auf die besseren Powerpoints dann noch um. So nebenbei. Wenn ich schon mal dabei bin. Also ich wäre fertig. Du bist fertig? Bin fertig. Fertig mit der Welt. Gut, ich auch. Du auch. Ich war schuld, ne? Ich habe angefangen, ne? Ja. Gut. Ja, du warst schuld. Ja, dann sage ich jetzt auch wieder mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, was mir noch einfällt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann guckt doch mal uns beiden noch auf den Kanälen drauf. Die stehen nämlich unten auch in der Beschreibung bei mir auf jeden Fall drin. Ja, bei mir auch. Also ich, mein Kanal habt ihr ja, denn wenn ihr bei mir guckt, aber. Ja, aber du stehst bei mir drin, ne? Und so. Ja, genau. Gut. Na klar. Da gibt es noch ein paar andere Seasons von mir. Ja, bei mir gibt es ja noch 2 dann und noch ein bisschen was anderes. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.